Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und ich habe es ja letztens in einem Ankündigungsvideo gesagt, ihr habt die Chance gegen mich zu spielen Play Against Us und heute ist es soweit und wir spielen jetzt, ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren, bevor ich hier mit der Anmoderation weitermachen kann. Genau, ich spiele jetzt hier gerade gegen einen Abonnenten, das ist nämlich Aaron, keine Ahnung, ich denke mal es ist Aaron. Und er wurde ausgelost beim Play Against Us, gab es wie gesagt auch ein Video, das findet regelmäßig eigentlich sonntags statt, im Wechsel natürlich, also ich mache das nicht jeden Sonntag, sondern manchmal übernimmt das dann auch Malte, Georg, Joshua oder Till. Diesen Sonntag war es mal wieder soweit, dass ich es gemacht habe und Aaron wurde jetzt ausgelost und ist mein erster Gegner für heute und ich habe dann auch gesagt, das erste Spiel in Ultimate Team, das werde ich für mein Let's Play Ultimate Team verwenden. Und so ist es dann auch und so hat jetzt hier der Aaron ja die Gelegenheit, gegen mich zu spielen. Sein Team oder sein Verein heißt Maskulin. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr mächtig an. Ich spiele mit den Koreanern und ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr darauf geachtet, was er für ein Team hat. Aber es ist ein Premier League Team und ich habe schon Samuel Eto'o gesehen, Nasri, jetzt Young, David Luiz in der Innenverteidigung. Er schiebt hier erstmal ganz gechillt den Ball hin und her und ich spiele mit den Koreanern, habe hier eigentlich schon fast den Ball erobert, bekomme ihn dann aber letztendlich nicht unter Kontrolle. Er spielt jetzt hier, also er spielt sehr bewusst, sehr ruhig, aber fehlt so ein bisschen die Sicherheit. Also es waren jetzt fast sehr viele Ballverluste dabei und jetzt haben wir hier die erste richtige schöne Balleroberung. Ziehen wir mal an, er zieht hier jetzt an mir an, nämlich er fängt da an, ja, an meinem Trikot zu ziehen. Schöner, Sokhi Yeon hält mich auf, nimmt mir den Ball ab, wenn es schon die Verteidiger nicht hinbekommen, übernimmt das jetzt hier mein Stürmer und nimmt mir den Ball ab, nachdem ich mit einem schönen, ja, Berberspin in die Mitte gezogen bin, dann mit dem Roulette in den 16er eingedrungen. Hat mir leider Sokhi Yeon hier diesen kleinen Skillrun verhauen. Ein bisschen, natürlich ein bisschen ärgerlich. Oh, jetzt hat er hier auf den Außen komplett leer gelassen. Wenn der Pass durchkommt, dann hat er ein Problem. Dann kommt die Flanke wahrscheinlich auf Sokhi Yeon. Und der hat gute Chancen, das Ganze ja reinzunetzen mit einem Kopfball. Jetzt gibt es hier Gelb. Ja, ich glaube, das ist ganz schön gerechtfertigt. Den habe ich ganz schön ordentlich umgesetzt. Und lässt er sich Zeit, macht das ruhig, schlägt das Ding in, ja, oder vor den 16er. Können wir hier schon den Ball abnehmen und jetzt geht's, oh, nicht in die Spitze, weil er mir direkt den Ball abnimmt. Und dann hier ein schöner Schuss. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geschossen hat, ich glaube Jesus Navas. Der scheitert aber an meinem Torhüter. Und den holen wir mit dem Torhüter, sehr gut. Nehmen wir direkt weiter, wenn, ich würde sagen, ein Gegenspieler dran ist, aber ja, dann spiele ich zu einem anderen Gegenspieler. Schön, von Hong Chul. Jetzt in die Spitze, legen wir ab nach unten. Ah, oh, jetzt habe ich natürlich gute Gelegenheit. Da ist Nobunyun, der jetzt hier schön startet. Oh, David Luiz nimmt mir den Ball ab. Ich wusste nicht, was ich jetzt hier ehrlich gesagt machen muss. Ich habe hier auch wieder den Standardschützen nicht eingestellt. Also das ist echt nervig von mir selber. Wusste ich eben nicht ganz genau, was ich machen sollte. Soll ich in die Mitte ziehen? Soll ich... ich muss kurz mein Handy zur Seite machen. Soll ich die Flanke probieren auf Sokhi Yeon? Ja, war irgendwie nicht ganz klar. Und dann habe ich leider nichts rausgeholt, außer eine Ecke. Die kommt leider nicht so gut daher, kommt gut rausgelaufen. Die Ecken trete ich eigentlich lieber mit dem Rechtsfuß. Aber ich habe nicht so wirklich einen guten Schützen dafür. Haben wir ein bisschen viel Raum. Song Ji-hun, Jin Hyun ist jetzt auf dem anderen Flügel. Klischee, fängt hier den Pass gut ab. Oh, ich hoffe, den halte ich drinnen. Ja, sehr gut. Machen wir ganz ruhig hier. Oben ist jetzt, glaube ich, Nobunyun wahrscheinlich. Oder nee, doch, Nobunyun. Auf recht frei. Ziehen wir mal das Tempo schön an, aber ach, er fängt schon wieder auch an mir rumzuziehen mit dem Kylie Walker. Das ist echt so eine kleine Ziehsau. Oh, schlecht von mir verteidigt. Wenn er eigentlich so viel Tempo verliert bei... Oh, ich hoffe, der ist abseits. Ich hoffe, der ist kein Abseits und er wird dann... Oh, doch, er ist abseits. Also, da hat sich aber der Linienrichter ganz schön viel Zeit gelassen. War recht knapp, aber finde ich irgendwie komisch, dass der Linienrichter das nicht anzeigt. Erst zu spät. Das macht er normalerweise nicht. Ausgeglichen bis hierhin. Ich hätte schon eine gute Chance mehr arbeiten können, aber habe da ein bisschen bis jetzt mich zu wenig irgendwie ja, konzentrieren können. Oder zu unkonsequent gemacht. Er steht gut. Fehlen gerade so ein paar Anspielstationen vorne. Oh, David Luiz, da steigt er ziemlich hoch. Wenn er
nicht so richtig geil so einen guten Sprungkraftwert hat, dann könnte man den Ball auch rüberbekommen über David Luiz oder über den Innenverteidiger. Fast grenzwertiges Einstecken, jetzt chippt er durch. Aber er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Das war ein bisschen, glaube ich, Pech bei ihm auf seiner Seite. Und jetzt steht er gut. Jetzt holen wir uns mal den Ball hier raus. Jetzt können wir vielleicht einen schnellen Konter einleiten. Uiuiui, ganz schön wagemutiges Tackle hier. Und den chippt er. Nehmen wir mal zum Torhüter zurück und hauen den raus. Das ist ganz wichtig. Den nicht noch kontrollieren wollen. Weil dann hat man ein richtiges Problem. Na, Ball läuft. Der Ball läuft nicht. Er steht sehr kompakt. Man merkt es einfach auch hier, das 4-2-3-1 beim Gegner. Das ist einfach sehr in der Defensive einfach stark. Jetzt haben wir mal ein bisschen Raum. Chippen wir mal nochmal so verzögert über die Abwehr drüber. Der Pass kommt gut. Chippen wir mal weiter auf Zoki Hyon oder Leonardo. Ah, also, der Gegner steht gut. Es ist wirklich kaum Raum da, um was wirklich Vernünftiges mit dem Ball anzustellen. Ja, das ist immer wieder so geil, wenn man den Flankenwechsel spielt und der Gegner, derjenige, der wo der Ball landen soll, reagiert nicht. Es nervt. Oh, schön. Och Mann, also er hat halt einfach zu schnelle Spieler, muss ich ganz klar sagen. Ich lasse da so gut einen aussteigen und es bringt mir nichts, weil der nächste Spieler einfach mit dem Affentempo hier von hinten rangelaufen kommt und mir den Ball abnimmt. Das ist schon zweimal passiert oder sowas. Das ist natürlich echt nervig. Klischee. Ist ein Außenverteidiger, der geht mir echt immer sehr auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt vielleicht. Oh, ne, und es ist schon wieder Klischee. Also dann komme ich wieder nicht an dem vorbei. Und dann nimmt er wieder den Ball ab. Also sehr viel, oh nein. Sehr viel Rumgeplänkel. Ohne dass wirklich was passiert. Keine wirklich guten Torchancen bis hierhin, würde ich sagen. Das wird jetzt vielleicht ein, wenn er die Nummer ablegt. Ja, und dann Nasri macht das 1-0. Och, meine Güte. Das ist halt auch irgendwie, ja, nicht zu verteidigen in dem Maße. Man weiß, was passiert. Man kann aber nichts machen. Es war irgendwie klar, dass die lange Flanke dann abgelegt wird in die Mitte und dort steht dann einfach keiner bei dem Gegenspieler. Warum? Das weiß nur meine Verteidigung. Und dann steht es jetzt hier 1-0. Mit der ersten richtig guten Chance für den Gegner. Jetzt haben wir mal einen schönen Raum. Jetzt ist auch kein Außenverteidiger mehr da. Jetzt kommt die Flanke vielleicht auf Zoki Hyon. Die sieht gut aus. Und dann macht er direkt im Anschluss den Ausgleichstreffer. Da einfach hier wieder das entscheidende, gute Flankenspot erarbeitet. Zoki Hyon setzt sich dann durch und macht das 1-1. Schön. Sehr wichtig. Hat schon Bedenken, wenn ich jetzt hier einfach in dem Spiel überhaupt gar nicht durchkomme, dann werde ich das Spiel einfach auch verlieren. Deswegen bin ich jetzt glücklich, dass es mir doch auch einmal wieder gelungen ist, hier durchzukommen. Weil das ist mir bis hierhin nicht gelungen. So, den können wir eigentlich... Wollte ich eigentlich zum Torhüter zurückspielen, aber mein Verteidiger macht gar nichts und lässt Nasri an den Ball kommen. Nicht ganz optimal. Ja, Kim Sang-sik. Boah, die Schuss soll schon zur Ballannahme. Aber Vertonghen hat da gar keine Probleme damit, dann an den Ball zu kommen. Habe ich. Müssen wir jetzt hier rausspielen, sicher? Ja. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Läuft da sehr gut. Chippen wir mal direkt. Ah, der sollte eigentlich mittig durchgechippt werden und nicht außen. Warum er den jetzt außen durchgechippt hat, das weiß auch nur er wieder. Weil mittig wäre, glaube ich, besser gewesen. Oh, geile Bewegung. Und dann ein sehr, sehr schwacher Abschluss, weil ich aber auch wieder mit Verteidigern dran war. Und ich glaube, genau, er hat zur Halbzeit gepfiffen. 1-1. Ich denke, das ist ein Ergebnis, was sehr gut eigentlich die Kräfteverhältnisse widerspiegelt. Ich dürfte mehr Ballbesitz haben, ja. Passgenauigkeit ist ausgeglichen. Ich kam aber noch zu keinem Abschluss. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Ich habe mich sehr schwer getan, mir Chancen zu arbeiten. Und dann einmal ist es mir gut gelungen. Und das hat dann auch direkt zum Treffer geführt. Zufrieden bin ich damit auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob mir mehr gelingen wird. Weil er spielt gut. Er hat das 4-2-3-1, was ihn sehr stark in der Defensive macht. Und... Nee... Das muss es natürlich immer gefährlich. Mal weiter. Machen die Flexe-Flanke vielleicht auf Zoki Hyon? Ne, das ist gar nicht Zoki Hyon, der da steht. Ich weiß nicht, wo er war.
Ich glaube, es war Leonardo, der in der Mitte gewartet hat und der stand dann einfach gar nicht richtig. Och, den habe ich doch. Den habe ich auch. Da tunnelt er mich. Komm, ablegen. Und jetzt steil. So, jetzt haben wir wieder Raum. So ähnlich ist das 1:1 entstanden. Da kommt gerade kein Übersteiger hin. Warum muss ich das jetzt hier denn auch alles so verzögert? Kein Abseits, sehr geil. Flanke auf Sokehion könnte kommen. Die könnte kommen. Er setzt sich durch und macht das 2:1. Ja, zwei Flanken, zwei Tore. Auch hier die Flanke wieder sehr gut erarbeitet. Und dann kann sie gut reingeschlagen werden. Wodurch sich dann auch Sokehion durchsetzt und macht dann jetzt hier den zweiten Treffer. Sehr, sehr stark. Kriegen wir den Ball nochmal? Nein. Habe ich ein bisschen Glück, dass ich natürlich jetzt hier mit zwei Flanken zwei Tore schieße. Das kann ich überhaupt gar nicht so erwarten. Von daher, das gibt Foul. Ist natürlich eine gute Position. Also, ja, gut ist übertrieben. Ich glaube, es wird schwer, aus der Position was anzurichten. Dann nimmt Nasri. Ist ein guter Schütze, aber dem fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Kraft. Er bringt es rein, aber da ist mein Torhüter nicht mehr da. Er geht einfach uns aus. Von der Richtung oder von der Art war es eigentlich ganz vernünftig. Nur halt ein bisschen zu weit. Oh, Flankenwechsel. Oh, das gefällt mir gar nicht. Bin ich jetzt auch wieder dran. Und das ist zum Beispiel so ein Ballverlust. Komplett überflüssig. Komplett. Ich darf aus so einer Situation niemals den Ballbesitz hergeben. Nie. Weiter. Oh, Sokehion ist wieder durch. David Luiz ist aber dran. Oh, und er hat natürlich die körperlichen Eigenschaften, sich durchzusetzen. Aber schade. Ich komme nochmal an den Ball. Spiel ihn aber raus und danach legt sich Sokehion auf die Schnauze. Wäre ich fast in den Tackle reingekommen. Ja, spielt er mir in die Füße. Jetzt wird er gleich durchchippen wahrscheinlich oder in die Mitte ziehen. Ja, aber sehr, sehr schwacher Schuss. Hat die Ausrichtung oder die Vorbereitung gefehlt. Ja, müssen wir Flankenwechsel machen. Das ist alles viel zu eng hier unten. Und dann spiele ich da in die Füße. Und jetzt ist meine Abwehr überhaupt gar nicht formiert. Wenn wir so toll da zurückgeben, klappt auch. Das ist schwer. Es ist sehr schwer, muss ich sagen. Also wirklich, er steht gut in der Verteidigung. Das könnte jetzt mal interessant werden. Ah, Verteidigung ist bei ihm auch. Da hilft sich gut aus. Einer wird ausgespielt, der nächste ist da. Jetzt hat Hung Chul ein bisschen Raum. Ramirez kommt nicht richtig ran. Und dann Walker mit dem Tackle zur Ecke. Hier, das ist eine gute Situation. Da kann was draus werden. Ja, ja. Ich komme ran, aber De Gea kann noch im letzten Moment den Ball ablenken. Nochmal genau so. Nein, nicht mit Kim Sang-sik, sondern mit Hong Chul. Oh, nee, die kommt ganz schwach. Weil da keiner da ist. Also von der Richtung her ist sie gar nicht so verkehrt gewesen, die Ecke. Aber da ist keiner da. Und wenn da keiner da ist, dann kann auch keiner die Ecke verwerten. Mal weiter. Sehr schön. Wichtig. Jetzt ups, den müssen wir raus auf eine Union. Ich hoffe, der kommt an. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber Klischee, er ist so nervig. Ich hasse ihn. Unten, ich wollte eigentlich oben auf Nobunion spielen. Hab dann unten gesagt, was natürlich dann kompletter Unsinn ist. Aber oben hatte Nobunion ein bisschen Raum. Wenn der Steipers kommt, dann kann das dazu führen, dass er durch ist. Oh, schöne Bewegung hier von Wiltshire. Aber zu optimistisch. Oh, zu optimistisch dieser Steipers. Ich weiß nicht, wen er da anspielen wollte. Ich muss mal raushauen. Schau leider fast. Oder ich hau dem Gegner hier den Ball vor die Füße. Und ich glaube, das wird noch ein Tor. Ne. Gut.
Wo krieg ich den mal, wo krieg ich den Ball sicher hin? Da unten, sehr schön. Boah, was für ein dummer Ballverlust. Nee, 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 raus. Ja, jetzt können wir vielleicht den schnellen Konter machen. Boah, wichtiger, schöner Pass hier, dass er durchkommt. Jetzt ziehen wir mal das Tempo an. Dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Chippen wir mal durch. Nee. Wird nix. Oh, wichtiges Abwarten. Also, das ist ein enges, sehr enges Spiel. Wenn das Unentschieden ausgeht, dann darf ich mich nicht beschweren. Aber momentan habe ich noch die Führung. Ich sollte nur nicht solche Pässe in die Spitze spielen, die nicht ankommen, um diese Führung weiterzuhalten. Nein! Wie kann da Nobel Union im Abseits sein? Was bringt es ihm da ein bisschen herum, einen halben Meter im Abseits rumzulaufen? Nix! Gut. Ich führe immer noch. Gegner hat jetzt einen Freistoß. Er nimmt Auszeit. Ich weiß nicht, ob er umstellt zu einer offensiveren Formation. Ich habe das Gefühl, das wären jetzt nochmal sehr, sehr brenzlige Minuten. Mal sehen, also eine Formationsumstellung kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Das ist natürlich ein ganz schwacher Freistoß. Ich spiele die einfach kurz. L2, einen Spieler kurz holen. Und der ist auf jeden Fall. Der hätte noch weiterkommen können. Oh Gott. Schön. Na. Ja. Komm. Boah. Oben um Union. Oben. Oh. Ich sag's doch noch. Oben um Union, aber ich krieg's nicht angespielt. War auch schwer zu spielen aus der Position. Jetzt hat er da eine kleine Lücke. Boah. War das knapp. Jetzt um Union. Jetzt gehen wir hier. Nee. Kommt da ran mit Nasrin. Jetzt ist schon plus 2 die Nachspielzeit angezeigt. Wenn wir das jetzt hier geschickt machen, dann sollte da nichts mehr passieren. Ja, so viel zu geschickt. Oh. Nein! Ach, komm. Er macht in der 90. Minute den Ausgleich. Ich hätte ihn gerade noch zweimal erobern können, ist mir nicht gelungen. Und dann geht's hier halt noch weiter. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Angriff hin. Fuck, Mann, ist das dumm gewesen. Pfeif ab, Mann. Alter, ist das dumm gewesen. Das Spiel jetzt noch in die Verlängerung schicken zu lassen. Das ist echt mega dumm gewesen. Ich wollte nicht zu krass die Zeit runterspielen und darf, das ist dann halt die Strafe, die ich bekomme. Ich wollte es nicht übertreiben. Ich hätte das sicherer spielen können, aber dann hätte es sehr, sehr lame ausgesehen und das wollte ich eigentlich nicht machen. Das ist nun mal dann der Preis, den ich dafür bezahlen muss. Jetzt geht's in die Verlängerung. Und er hat gute Chancen. Die zwei Treffer, die ich gemacht habe, die waren jetzt nicht hervorragend rausgespielt. Oder sagen wir es mal so, die waren vielleicht vernünftig rausgespielt, aber ich habe das nicht häufig hinbekommen, in die Situation zu kommen. Von daher wäre ich gut bedient gewesen mit dem Sieg in der regulären Spielzeit. Ja, ja, also ich habe das Gefühl, er hatte umgestellt die Formation, weil ansonsten, also beziehungsweise es wird dann jetzt Sinn machen, dass er dann nochmal Pause macht, um jetzt wieder zurückzustellen. Aber ich sehe jetzt keine Veränderungen gerade nach dem Anstoß. Sieht man eigentlich normalerweise immer. Das wird schwer. Es wird ein schweres Spiel. Das sind eigentlich Pässe, ja, die sollte man vermeiden. Da stehe ich eigentlich schon die ganze Zeit im Passweg drin. Andere Anspielstationen suchen, weil hat man dann gesehen, selbst wenn der Pass ankommt, kann ich danach den Empfänger unter Druck setzen. Und das hilft dann meistens schon. Ja. Ich habe keine Möglichkeiten, irgendjemanden hier vernünftig anzuspielen in der Offensive. Punkt Schul läuft jetzt vielleicht ganz cool. Ja, machen wir die Flanke direkt. Nee. Das war. Wollte ich auch nicht mit dem Kopf machen, sondern mit dem linken Fuß von ihm. Der ja sein starker Fuß ist. Aber das hat dann natürlich absolut gar nicht funktioniert. Oben jetzt hier. Wenn da oben der ja starten würde, das macht er denn auch, aber. Der Pass kommt dann leider zu ungenau. Das hätte so ein geiler Flankenlauf sein können, den ich dann direkt zu einer guten Flankensituation hätte verwerten können. Der Ball fliegt aber ganz komisch. Das finde ich einfach schade, dass der Spieler nicht sieht oder nicht startet und ich dann so lange warten muss, bis dann es nicht funktioniert.
Ach Mann, so knapp im Abseits. Wenn er sich cleverer bewegt, schau's dir an. Da, der, wenn er sich da cleverer bewegt, einfach noch so einen halben Meter, aber schon trotzdem die Bewegung so tendenziell nach vorne. Dann ist das so eine geile Situation. So schön gesehen, so schön gespielt. Aber nein, die Spieler machen da nicht mit. Das ist immer sehr schade. Chippt jetzt weiter. Na, er verliert hoffentlich den Ball. Nein, er verliert nicht den Ball. Hm, genau. Also das wäre... Oh nein, der Ball ist immer noch heiß. Puh, raus! Raus! Komm. Irgendwie den Ball erobern. Nein. Okay, danke. Hätte ich nicht besser spielen können. Komme ich nicht ran. Muss ich jetzt gleich trotzdem dran. Oh, der kommt natürlich gut. Aber drei Verteidiger sind da zu viel. Und Nobignon ist komplett frei. Oh, und dann pfeift er ab. Gut. Hm. Sehr ausgeglichene Halbzeit. Er hatte eben gerade, glaube ich, so ein paar Situationen, wo es hätte richtig gefährlich werden können. Hm. Muss jetzt mal konsequent was erarbeiten. Das muss das Ziel sein. Und dann natürlich in der Defensive keine Fehler machen. Das ist jetzt nicht besonders die große Erkenntnis, aber das ist das Mittel, was ich jetzt hier wählen muss, um vielleicht noch das vor dem Elfmeterschießen zu entscheiden. Hm. Er wechselt. Upsala. Interessante Wechsel, weil er wechselt den Innenverteidiger aus. Was man eigentlich in Ultimate Team oder auch sonst im regulären FIFA nie machen muss. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht, was die Beweggründe dafür sind. Chippen wir mal durch. Der ist, glaube ich, nicht im Abseits. Aber der Ball, schaut euch an, wo der hinkommt. Der kommt fast zur Grundlinie, der Pass. Also, so eine Scheiße. So ein Scheißpass. Das liegt natürlich auch daran, dass das hier kein Goldspieler ist, der gute lange Pässe hat, sondern einfach nur ein Silberspieler. Dann wird er jetzt weiterlegen. Bin ich da? Kann ich den Block mal malen, sodass der zum Abstoß geht? Also ich habe jetzt jeden Abstoß nach rechts lang rausgespielt. Er hat es jetzt noch kein einziges Mal probiert abzufangen. Und das sind natürlich dann auch sichere... Oh, guck mal hier. Oh! Auf Dreieckkette umgestellt? Nein. Das ist gefährlich. Ich glaube, der geht ins Aus. Sehr schön. Da einfach, ich bin nicht mit einem Spieler dran. Von daher kann er eigentlich ruhig machen und sich die Anspiel- oder die Rausspielstation viel, viel ruhiger auswählen. Und dann hat man da nicht so einen ganz doofen Ballverlust. Komm, hat er Sung? Nee, der kommt nicht an. Ja, da sind nun mal nicht die überragenden Passgeber, die ich da habe. Der Pass ist aber auch nicht so einfach gewesen. So. Der nächste Pass. Also, man sieht jetzt hier gerade, wie einfach ein Pass nach dem anderen in die Spitze total scheiße ist. Oh, das ist natürlich interessant. Also, das ist ein Einwurf, den sollte er sich ersparen. Oh, er ist nervös. Er ist nervös. Er ist nervös. Also, er macht jetzt hier gerade Fehler um Fehler um Fehler. Ich bin aber gerade nicht in der Lage, ihn auszunutzen. Jetzt wird er durchchippen. Nein! Hab ich? Nein, 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 komm. Gib ihn mir. Lässt er durch. Oder er wollte einen Schuss da schon machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte ich jetzt damit gerechnet, dass er durchlässt. Kurz. Sehr schön, dass er ankommt. Wollen wir weiterspielen. Zurück. Oh, Soki Yon hätte ich anspielen können, aber es wäre wieder so ein Pass geworden. 50-50, ob der ankommt. Das ist ein geiler Pass. Komm, schieb ihn doch bitte rein. Er ist komplett frei vom Torhüter. So eine geile Schusstäuschung. Boah, 120. war das. Den kann er doch bitte einfach reinschieben. Ist nicht dein Ernst, Mann. Jetzt gibt's Elfmeterschießen, ne? Puh. Den ersten sicher verwandelt. Ich werde nicht allzu viel kommentieren, weil ein Elfmeterschießen zu kommentieren ist irgendwie recht sinnfrei.
Aber auch den zweiten mache ich sicher. Sehr schön. Und den zweiten habe ich gehalten. Jawohl. So, er stellt den Torhüter immer nach links. Und den schieße ich dann einfach mal in die Mitte. So, jetzt habe ich mal eine schöne 3-1-Führung. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt noch einen halte, dann wird es ganz, ganz eng für ihn. Ja, er schießt ihn jetzt zum dritten Mal nach rechts oben. Okay. Und ich treffe und treffe und treffe. Das ist jetzt der vierte Treffer. Und den muss er jetzt verwandeln. Der macht ihn wieder rechts. Das ist ja, also wenn man, ich weiß es nicht, es ist irgendwo fast klar, dass er den jetzt wieder dahin schießt. Und damit halte ich ihn und ich kann es im Elfmeterschießen gewinnen. Aaron, du hast sehr gut gespielt, wie ich finde. Du stehst in der Defensive sehr gut. Ich denke mal, das kommt vor allem durch das 4-2-3-1 und in der defensiven Grundausrichtung, die ich auch spiele. Also von daher, das ist jetzt kein Vorwurf oder sowas, aber stehst da sehr gut. Von daher war das echt ein enges Spiel. Ich hatte mega Probleme, mit Chancen zu arbeiten. Ich glaube, im Endeffekt, ich habe 3, 4 Chancen, mache daraus 2 Treffer, was eine vernünftige Quote ist. Von daher ist es absolut in Ordnung, dass das Spiel hier erstmal unentschieden ausgegangen ist. Gegen Ende hatte ich das Gefühl, er war ein bisschen nervös, hat da leichte Fehler gemacht. Ich habe das Spiel im Griff gehabt eigentlich, was Ballbesitz betrifft, aber man sieht es sehr, sehr wenig Abschlüsse, weil er gut steht. Und ja, es war, glaube ich, ein sehr gutes Spiel, sehr enges Spiel und mit dem glücklicheren Ausgang für mich im Elfmeterschießen. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Können wir gucken, wie viele Münzen wir dafür bekommen haben für das Freundschaftsspiel. Es zieht sich ein wenig. Ach, das war anscheinend schon die Anzeige. Okay, dann beende ich hier die Episode. Ich weiß nicht, kann jetzt sein, dass ich noch ein Spiel gegen Abonnenten mache, aber ich glaube, wahrscheinlich nicht. Und dann geht's vielleicht demnächst weiter in Liga 4 oder es kommt vielleicht ein Teambuilding. Also das habe ich auf jeden Fall demnächst mal vor. Darauf könnt ihr euch dann freuen in den nächsten Folgen. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Komm, Boateng, ja. Ja, nein, was, Scheiße. Fuck, Alter.